Hallo NES-Freundinnen, NES-Freunden, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Matchbox Motor City Patrol. Und wie so oft spiele ich das Spiel nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal, denn ich habe es vorhin schon probiert und habe gar nichts gecheckt, was ich eigentlich tun muss. Und habe jetzt mal die Anleitung gelesen, wieder mal PDF geladen und so weiter und langsam, glaube ich, zu checken, was ich tun muss. Und gehe jetzt mit euch nochmal auf Entdeckungsreise. Ja, alles nochmal. Nochmal 10 Minuten Motor City Patrol. Ja, manchmal reichen 10 Minuten nicht, um drauf zu kommen, wie das Spiel funktioniert. Man kann fahren hier und man kann die Sirene einschalten. Das geht. Und man kann hier Dinge aufsammeln. Das habe ich vorhin auch schon bemerkt, aber es gibt hier eine Map. Drücke auf Select. Und hier sehe ich hier Kreise, aber hier sehe ich jetzt gerade nichts, das irgendwie rot oder gelb wäre. Schwarze Kreise sind Zivilisten, gelb ist irgendwie Verbrecher und rot sind Leute, die zu schnell fahren. Noch gibt es hier nichts davon. Also sammle ich hier mal einfach Zeug ein. Ja, schaut euch mal ein bisschen die Grafik an. Ich finde es eigentlich ganz nett. Steuerung ist eigentlich auch ganz gut und was natürlich einem hier sofort auffällt ist, das Ganze erinnert doch hart an GTA 1. Ja, das ist quasi GTA 1 am NES. So, schauen wir mal, hier mit dem roten, der ist jetzt, der rote ist weg, warum ist der jetzt weg? Gut, da unten ist ein gelber, vielleicht kann ich den einholen. Mal auf die Karte. Ah, der flüchtet da nach unten. Vielleicht kriege ich den. Ah. Ich mache mein Auto kaputt. Ich ruiniere mein Auto einfach nur. Da ist der Gelbe. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Ah, er flüchtet bei mir. Er ist vor mir. Nein, dann habe ich ihn versäumt, glaube ich. Ja, er ist abgebogen. Nein, okay, die Dinger zu verfolgen ist gar nicht so einfach. Ich möchte an den Gelben jetzt dranbleiben. Ich fahre jetzt runter, rüber, runter und sehe ihn immer noch nicht. Ah, der haut jetzt noch links ab und ist raus, oder was? Ah, ja, der ist raus. Oder? Nein, der hat mich irgendwie ausgetrickst. Okay, das wird ein roter. Vielleicht kriege ich den roten. Man kann nicht aus dem Auto aussteigen. Finde ich ein bisschen schade. Mit Auto aussteigen wäre es noch GTA-ähnlicher. Ja, und dass man halt Cops spielt und keine Verbrecher. Ich möchte so ein Auto sehen. Ah, der ist an mir vorbeigefahren. Sofort umdrehen. Wo ist der? Sirene einschalten und aufhalten. Ausbremsen. Und? Ja, was? Na, wieso? Der war nicht böse. Oder was? What? Kennt sich kein Mensch aus. Okay, ich versuch's nochmal. Hier. So einen Verbrecher zu schnappen. Hier gibt es Geld. Geld ist gut. Wir wissen alle, Geld ist gut. Da oben sind die Verbrecher. Irgendwie ein falsches Auto. Bin ich voll gecrashed. Kann man die Sirene aufdrehen? Wie geht denn das? Und. Ja, well done! Ich habe einen Verbrecher gefahren. War eher mehr Glück, dass ich den hier frontal aufgeschnupft habe. Ah, da drüben ist noch einer. Den hole ich mir auch gleich. Schauen wir mal. Den darf ich nicht. Das ist ein Zivilist. Tag ist schon zu Ende. Der Tag ist schon zu Ende. Ich habe ein bisschen Geld bekommen. Und da oben kaufe ich mir einen Reifen. Kann ich mir einen Reifen kaufen? Nö. Kann ich mir irgendwas kaufen? Irgendwas? Ich habe 2 Credits. Ich kann mir eine Kanone. Reparatur? Nope. Irgendwie. Keine Ahnung. Buggt. Vielleicht hätte ich Select drücken müssen. Weiß nicht mehr so genau. Wir werden es nicht rausfinden. Okay, hier ist. Ich mache mal Patrouille. Ne? Fahre hier einfach mal und sammle Stuff ein.
und hoffe, dass ich da durch... Hä? Jetzt habe ich doch gar nichts gemacht. Wie kann ich jetzt geschrottet sein? Ich bin ja gar nirgends dagegen gefahren. Manu. Die ersten 5 Minuten sind schon um. Mashbox Motor City Patrol. Richtig fein eigentlich. Der Schwierigkeitsgrad einzig mit dem Verbrecherfanger wurde mir gesagt, ist ein bisschen schwierig. Also man kann noch so viel Verbrecher fangen, weil es irgendwie immer zu langsam. Habe ich gelesen in einem Buch. So, schauen wir mal da runter. Da unten sind irgendwo rote Temposünder. Schon weit genug Temposünder einsammeln. Wo ist der Temposünder? Temposünder. Ich fahr weiter. Temposünder? Soll ich jetzt gerade? Ich fahr geradeaus. Der ist ja nicht böse. Das sind ja Zivilisten. Okay, warum sind die. Sie verschwinden immer so wahllos gefühlt, diese Punkte. Das ist ein gelber Verbrecher. Schauen wir mal, ob wir den kriegen. Jetzt wollte ich eigentlich noch nicht die Sirene einschalten. Ich bin in die falsche Richtung unterwegs natürlich. Wieso ist der jetzt schon wieder auf der anderen Seite? Okay, da oben ist einer. Args! Okay. Es ist vielleicht einfach sinnvoll herumzufahren und warten, bis ein über den Weg läuft. Nein, da ist nix. Mal runter. Rüber. Machen wir mal so und so. Und jetzt, ich komme näher. Nächste abbiegen. Na, so war es nicht gedacht. Ich schaute mein Auto schon wieder. Da ist er. Der wird aufgehalten. Der wird aufgehalten. Stehen bleiben, Polizeikontrolle. Lassen Sie bitte die Hände am Lenkrad. Und steigen Sie nicht aus. Papiere bitte. Öffnen Sie den Kofferraum. Danke, weiter geht's. Alle Klischees der amerikanischen Filme abgearbeitet. In einem Satz. So, weiter geht's. Ist da noch... da oben ist einer. So ein Schurke. Den schneide ich den Weg ab. Nervig, dass man so oft auf die Karte drücken muss. Aber was soll ich machen? Links-Rechts-Kombination. Da ist er. Den kaufe ich mir. Stehen bleiben. Polizei. Nein, stehen bleiben, verdammt. Nein, bleiben Sie stehen. Arsch. So, jetzt aber. Stehen bleiben. Strafe zahlen. Wieder einen geschnappt. Super. Ein Räuber. Wunderbar. Richtig fett Punkte abkassiert. Und da unten ist schon wieder einer. Den schnappe ich mir gleich. Runter links. Und. Ist irgendwie verschwunden. Keine Ahnung. Schauen wir mal nochmal auf die Karte. Rechts, links, geradeaus. Rechts, links, geradeaus. Auf die Karte. Er fährt wieder dann nach rechts. Den kriege ich glaube ich auch nicht mehr. Er fährt geradeaus weiter. Vielleicht kriege ich. Tag ist zu Ende. Der Tag ist zu Ende. Räuber sind mir keine entgangen, aber Geschwindigkeitsverbrecher, also Leute mit Geschwindigkeitsübertretungen sind mir entgangen. Kriege ich dafür Geld jetzt? Ja, es ist schon 4 Krediteinheiten. Kann ich jetzt da etwas kaufen mit Select? Ja, ich habe jetzt bessere Reifen. Ein besser Lenken vielleicht noch. Bessere Beschleunigung noch. Und was auch immer das ist noch. Okay. Voll ausgestattet in Tag 2. Schauen wir mal. Noch tut sich nichts. Noch ist es alles ruhig auf den Straßen.
Wir holen uns hier noch ein paar Boni ab. Und noch immer alles ruhig auf den Straßen. Wir holen noch mehr Bonis. Auto ist schon ein bisschen angeschlagen. Immer noch nichts. Okay, okay. Wo lauert dieses Verbrechen? Begebe mich mal hier so in die Mitte des Geschehens. Nein, das sind noch keine Verbrecher. Tja, aber mal ehrlich, da hat sich doch GTA auf jeden Fall eine Scheibe abgeschaut davon. Ah. So, da, wo? Ah, der ist ganz weit weg hier. Rechts, den kaufe ich mir. Schnelle Wende und ich bin jetzt so schnell auf einmal, es ist recht schwierig. Total trash. Schnell mal die Sirene einschalten. Tun wir mal so, als wäre es Absicht gewesen. Gut gemacht, Officer. Sehr gut, gern geschehen. War alles voll geplant, Mann. So, da nächstes. Da hinten sind zwei Geschwindigkeitsübertretungen. Das geht so nicht. Nicht in meinem Revier, Leute. Nicht in meinem Revier, verdammt. So, da. Oje, die sind schon wieder ganz anders, verdammt. Nein, ich crash mich ultimativ selbst. Den werden wir gleich da aufhalten. Ist das einer? Ja, das war eine Geschwindigkeitsübertretung. Das geht nicht. Nein, verdammt. Geschwindigkeitsübertretung. Stehen bleiben wir da. Ist es doch einer? Ja, das ist einer. Ich muss den aufhalten. Nein, der war zu schnell. Dieser hier war zu schnell. Also mehr Speed ist nicht unbedingt besser. Und wieder vor mir ist gleich noch einer. Der war zu schnell. Okay, den lasse ich. Ich fahre in meine Richtung weiter. Sehr gut. Nächsten gestoppt. So, bitte aussteigen, Bußgeld zahlen, da sehe ich gleich einen gelben, der bewegt sich von mir weg, da muss ich links runter. Schnell die Sirene einschalten. Immer durch Zufall, so nice. Macht Spaß das Spiel, also jetzt wo ich weiß, wie es geht, macht echt Spaß, glaubt mir. Muss ich gleich wieder mal GTA einspielen. Gleich nach rechts hier noch einen Temposünder aufhalten. Wo ist der Temposünder? Der ist mir entwischt. Das ist ein Temposünder, der wird aufgehalten. Welcher ist der Temposünder? Ist das der Temposünder? Nein, das war nicht der Temposünder. Gut, ich habe ihn noch nicht aufgehalten. Das ist der vordere, der Schurke. Come on! Den krieg ich noch. Nein, verdammt. So, und Sirene einschalten. Zuerst aufhalten, dann die Sirene einschalten. Gut. Da rechts oben ist noch einer. Der ist mir gerade durch die Lappen gegangen. Wo ist der? Da. Nicht mit mir, Temposünder. So. Gleich mal Geld kassiert. Next. Wäre immer besser. Unten ist einer. Gleich mal schauen. Der ist mir entwischt. Da hinten ist ein Verbrecher in Gelb. Der ist weiter gewechselt. Okay, den komme ich direkt entgegen und halte ihn auf. Sirene einschalten, nicht vergessen. Verbrecher gefangen! Perfekt! So. Das perfekte Verbrechen nicht mit mir. Da gibt es noch einen zum Aufhalten. Ja, ich weiß, ich spiele schon über 10 Minuten, aber boah, okay, jetzt bin ich kaputt. Wollte gerade sagen, ich spiele schon über 10 Minuten, aber es macht schon Spaß. Ja, Matchbox Motor City Patrol, richtig feines Game, richtig fein.
taugt mir total, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit mir. Falls ja, gebt mir einen Daumen hoch. Ich freue mich über Kommentare über Motor City Patrol und die Parallelen zu GTA 1 natürlich. Ansonsten, wenn ihr mehr NES-Games sehen wollt, ich habe davon jede Menge und es kommen auch noch jede Menge. Also einfach mal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.